Hallo und willkommen zu Fishing Planet. Ja, ihr seht schon, wir sind am Falcon Lake, in dem Forellengewässer. Und heute werde ich mal an dem Event teilnehmen, welches sich nennt Forellenperfektionist. Und zwar geht es hier darum, eine Forelle zu fangen, welche exakt 1 Kilogramm wiegt, oder so nah wie möglich dran zu sein. Die Forellenart ist hierbei egal. Wichtig ist, dass wir einen Jig verwenden mit wieder hakenlosen Bleikopf. Und ja, das war's auch schon. Und wir können mal eben schauen, was ich verwende. Ich habe hier einen Schickkopf mit ein bisschen größeren Haken, 1/0 und einen Shade mit 5 cm in Farbe weiß. Warum? Ist jetzt zufällig gewählt. Okay, jetzt müssen wir noch mal eben schauen, was hier los ist. Haben wir jetzt den falschen Jig drauf? Ja, haben wir leider, würde ich sagen. Ich habe diesen drauf. Ich brauche ja wieder hakenlosen. Ja, da werde ich jetzt diesen 5 Gramm nehmen, auch mit Hakengröße 1/0. Okay, jetzt aber. Ja, ist jetzt mein erster Anlauf zum Event. Muss ich jetzt erstmal ein bisschen schauen. Ich denke, ich werde noch das ein oder andere bestreiten. Aber schauen wir einfach mal, wie es läuft. So, kurz schauen. Ja, passt. Angelstelle hatte ich mir diese hier ausgesucht. Und machen wir mal los. Ja, wir sehen schon, das wird wohl nichts hier mit dem Erstplatzierten. Weil momentan hat der Erstplatzierte genau 1 Kilogramm gefangen. Das wird wohl kaum zu toppen sein. Also da muss ich wirklich mehr als Glück haben. Aber wir schauen einfach mal. Ein bisschen angeln ist immer gut. Ja, Angelmethode mache ich vorwiegend Stop and Go. Ab und zu twitche ich mal wieder rein, dass das ein bisschen Bewegung kommt. Funktioniert eigentlich auch sehr gut. Einfach mal immer schauen, was passiert. So, da hat man erst einen Fehlbiss. Gibt es natürlich auch sehr viel Barsche und Kleine. Die möchte ich natürlich nicht fangen. Habe extra einen größeren Haken gewählt. Von daher wird es einige Fehlbisse geben. Ja, aber das denn demotiviert schon wieder ein bisschen, wenn man sieht, dass die ersten drei Plätze ein Tausendstel Gramm daneben liegen. Oder um 1 Gramm, nicht Tausendstel Gramm, Kilogramm natürlich. Um 1 bis 3 Gramm daneben liegen. Ich werde einfach die nächsten Tage noch ein bisschen hier üben. Mal schauen, was jetzt die beste Ausrüstung ist für die 1 Kilo Forelle. Und beim nächsten Wettkampf werden wir dann einfach mal sehen, ob es besser läuft. Aber zuerst werden wir mal jetzt unseren aktuellen hinter uns bekommen. Und mal schauen, was wir vom Platz machen. Ich glaube, 167 Leute waren angemeldet. Ist schon einiges. Das sieht eigentlich recht gut aus hier. Zieht nicht sehr, aber sieht nach einem Barsch aus. Ah. Ja. Natürlich muss ich einen Schwarzbarsch in Trophäengröße fangen. Okay, bringt Geld. Nehme ich natürlich gern mit.
Ja, ich sehe schon, die anderen fangen alle Halsabschneiderforellen. Da bin ich, glaube ich, hier nicht so ganz passend mit dem Angelspot. Aber die anderen Spots kenne ich leider noch nicht. Und ich hatte jetzt auf die Schnelle gesehen, dass hier ein Event ist, mich mal eben registriert. War noch eine halbe, dreiviertel Stunde geübt. Zwar jetzt mit weniger Erfolg, aber schauen wir. So, nach dem Auswerfen kurbel ich immer ein bisschen rückwärts, dann sinkt der Köder schneller, dann wieder auf Standardposition stellen und einholen. Ich finde mal eigentlich wichtig ist, dass der Köder, also der Gummifisch, immer schön nach oben springt und wieder langsam nach unten gleitet. Da kommen eigentlich die Bisse drauf, wenn der so nach unten sinkt. Lässt mir einfach keine Ruhe, wie man denn so eine Forelle mit genau einem Kilo fangen kann. Ich bin ja vorhin ein bisschen beim Üben nicht mal nahe rangekommen. Ich sag mal, 300 Gramm lag ich daneben. Und ich war ja schon froh, dass ich überhaupt eine Forelle fange. Oder vielleicht mit Fischeiern und exakt die Tiefe wissen, das wäre jetzt auch vielleicht eine gute Alternative gewesen. Ach nein, wir müssen ja mit Schickhaken angeln. Das war natürlich Blödsinn, was ich erzählt habe. Wird dann natürlich auch funktionieren, aber entspricht nicht den Regeln. Na, das sieht schon aus wie eine Forelle. Ich sag mal, zieht auch noch nicht so sehr ab. Ja, bin ich gespannt. Soll jetzt bloß nicht so rumspringen, nicht dass er noch abgeht, weil wir haben keinen Widerhaken dran. So, was haben wir denn? Bisschen groß, würde ich sagen. 2 Kilo. Gleich mal Level up. Und weiter geht's. Ja, zwei Fische, zwei Trophäengrößen. Und das mit einem 5 cm Gummifisch.
Wir sehen, wir sind 1 Kilo daneben. Platz 92. Oh, da klappt's. Da haben wir den nächsten. Er zieht schon nicht so. Oh, das sieht schon gut aus. 103 Gramm daneben. Es wird. Da würde ich sagen, die Ausrüstung, die passt so. Also es ist durchaus möglich, eine Forelle zu fangen mit 1 Kilo. Ja, Fehlbisse, da ärgere ich mich gar nicht. Da würde ich sagen, das sind die ganz kleinen, diese 300-400 Gramm Forellen. Die möchte ich auch in Garnhagen haben. Die können sich getrost vom Acker machen. So, jetzt läuft's aber. Ja, da haben wir so eine kleine. Naja, weiter geht's. Ja, kaum freut man sich, dass es beißt, schon war's das wieder.
Schmeißen wir mal woanders hin. Vielleicht klappt es dann besser. Obwohl ich jetzt eigentlich mit Abstand nicht hier an diese Felswand gegangen bin. Normal bin ich dort sehr gern am Angeln. Da gibt es schöne große Bachforellen. Aber halt eben sehr große. Und die wollte ich jetzt nicht fangen. Deshalb hatte ich mich für den Spot hier entschieden. Ja, ist immer schwer zu erkennen. Wenn die so mal aus dem Wasser springen, versuche ich immer schon mal hinzugucken, was das sein könnte. Ich kann es aber immer noch nicht erkennen. Ja, sieht aus wie eine Halsabschneiderforelle. Regenbogenforelle. Wieder in Trophäengröße. Okay. Nehmen wir mit. Also, das heißt, da drüben sind große. So, jetzt springt die hier so ungefähr so, ich schätze mal 20 Meter vor uns. Dann ziehen wir mal hier durch. Ja, was war denn das? Ja, die springen hier immer noch rum, aber gefangen haben wir keinen. Testen wir das halt gleich nochmal. Naja, Hauptsache es beißt. Ich sag mal, ich bin ja eigentlich gar nicht so unzufrieden. 103 Gramm daneben, das ist schon mal ganz anständig. Ist wohl noch im Mittelfeld, aber immerhin. Und bei der hier bezweifle ich mal, dass die nur einen Kilo wiegt. Oh, ich dachte schon, die ist abgefallen. Doch, Mensch, hat gekämpft, aber bloß 1,3 Kilo. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht.
Aber 10 Minuten haben wir noch. Alles ist offen. Wir schon der nächste. Na, na, na. Nicht so ranspringen. Oh, Platz 10. Da ist schon umgesprungen. Also, jetzt bin ich mehr als erstaunt. Platz 10. Wer hätte das gedacht? Ihr? Also, ich nicht. 8 Gramm daneben. Ey, ist wirklich ein super Ergebnis. Und wir haben noch 9 Minuten zu angeln. Was sagt mir das? Niemals aufgeben. Also der Spot ist eigentlich recht gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist. Auf jeden Fall springen ja hier die Fische rum. Also genau da, wo ich hinwerfe. Also in die Richtung. Nicht genau auf den Punkt, aber in die Richtung. Naja, verdienen wir gleich noch ein bisschen was. So, jetzt gucke ich mal ein bisschen rum. Obwohl, hier vorne springen die Fische immer noch. Ich wollte jetzt ein bisschen rumgucken, wo die Fische springen. Da wollte ich jetzt hinwerfen. Das war jetzt aber hier. Ich kann aber auch nochmal natürlich ein bisschen hier drüben. Jetzt glaube ich, hatte ich 3 Stück hintereinander hier rausgeholt. Müssen wir mal die Stelle ein bisschen wechseln.
Ja, jetzt hatte ich ziemlich viele Fehlbisse. Hier springt einer, da versuche ich es einfach nochmal in die Richtung. So, 3 Minuten haben wir noch Zeit. Mal sehen, ob wir wenigstens noch ein oder zwei rausbekommen. Tja, wie ausgestorben jetzt. Nicht mal mehr ein Fehlbiss. Hier vorne springen sie rum. Bei uns geht nichts dran. So, die letzte. Wir haben noch 37 Sekunden. Noch eine geht da nicht. Jetzt müssen wir die bloß rausbekommen noch. Na, jetzt zieht die Josene ab. So, schade. Jetzt hat mich irgendwer noch überboten. Bin ich leider raus aus den Top 10. So, endet in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, was haben wir noch gefangen?
1,356. Oh, die können wir nicht mal mehr behalten, weil die Zeit um ist. Aktuelle Position 11. Sehr, 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 sehr schade, dass es nicht mehr geklappt hat. Aber okay, war nahe dran. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Angeln wieder. Bis später.